Hallo, willkommen. Mein Name ist René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich mag dir die neue Walter MachTech 3 vorstellen, eine zweihändige Machete. Und was das Teil kann, ja, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, was soll ich dir Großartiges sagen? Und zwar, dieses Teil ist wirklich mächtig. Ja, und mit mächtig meine ich wirklich mächtig. Als ich das erste Mal in der Hand gehabt habe beim Auspacken, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja fast schon ein Zweihänder-Schwert. Und einfach vom Aufbau her eine ganz klassische Machete. Sehr kopflastig. Bis hierher ungefähr geht der Anschliff, Flachschliff. Relativ robust ist auch insgesamt, das Blatt ist extrem massiv, also kann nicht so leicht was wegbrechen. Ist hier dann verschraubt an beiden Seiten mit diesem gummierten Griff, Glasfaser verstärkt, also so richtig, ja, da gibt es gar nichts. Vom Haltesystem her, also es ist wirklich ein Zweihänder, also ich bin jetzt komplett oben, dann ist da noch ein bisschen Abstand und da geht es noch immer weiter. Also ist so ein richtig... Ja, ein richtig fettes Teil. Wie gesagt, nur auf einer Seite angeschliffen. Es sieht vielleicht auf dem Foto, als ich es im Katalog gesehen habe, habe ich gedacht, ist das hinten auch angeschliffen? Nein, das sind hier nur Design-Einlagen. Ja, ich weiß nicht, ob du das überhaupt gut erkennen kannst. Das sind nur Design-Einlagen, die etwas zur Optik machen sollen. Angeschliffen ist es nur vorne. Sehr, sehr kopflastig. Ja. Wie kannst du sie transportieren? Es ist standardmäßig eine Nylon-Scheide dabei. Da passt es... Diese kleine Machete perfekt rein. Klein ist gut. Dann hier zwei Druckverschlüsse um das ganze Tremosom. Dann geht es ein bisschen leichter. Sie ist wirklich schwer. Also es ist wirklich ein massives Teil. Da gibt es überhaupt nichts. Und dann haben wir hier noch eine Gürtelschlaufe. Wobei ich der Meinung bin, das am Gürtel zu tragen, ja, das wirst du am Boden schleifen. Ganz einfach. Ja, insgesamt eine interessante Machete. Ist einmal ganz was anderes. Einsatzgebiet. Ich meine, es ist ein bisschen ein Spielzeug. Das muss man ganz offen dazu sagen. Also wenn ich eine Machete brauche, und es gibt ja auch Situationen, wo man eine Machete brauchen kann, selbst auch hier in unseren Wäldern, wenn man ein bisschen wilderen Wäldern unterwegs ist, wo nicht andauernd Spaziergänge vorbeigehen, habe ich schon sehr oft durchs Gestrüpp zum Beispiel eine Machete brauchen können. Und da muss ich dazu sagen, da wäre sie mir ganz offen gesagt. Ja, und ich weiß, sie ist bei mir im Shop, aber trotz alledem sage ich so, da wäre sie mir zu schwer. Also das einfach nur so mitzunehmen, so, ja, vielleicht werde ich eine Machete heute brauchen, ist es sicherlich nichts. Wenn ich aber sage, ich gehe jetzt zum Beispiel an einen Platz, wo ich weiß, dass ich eine Machete brauchen werde, weil ich zum Beispiel... was aushacken muss, was ausschneiden muss. Ja? Fischer zum Beispiel, Jäger zum Beispiel, die sich einen Stand aushacken wollen. Oder wenn ich sage, ja, ich möchte mein Survival-Bushcraft-Lager wieder neu aushacken, ja, dann ist das natürlich eine gute Überlegung. Kann man im Auto mit sich bringen, im Car-Survival-Kit. Ist vielleicht ja, auch matriarchalisch. Ja? Also wenn ich so dastehe und sage, das hat schon was. Also ist vielleicht ein bisschen mehr ein Fun-Faktor als wirklich ein Survival-Nutzen. Aber ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich hoffe, du hast jetzt eine Idee, was diese Walter MachTech Nr. 3 ist. Dass das wirklich ein riesiges Teil ist. Ich hoffe, du hast Spaß dran. Wenn du magst, ja, dann... Und dir das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben, was du von diesem Wahnsinnsteil hier hältst, ob das eher Spielzeug ist oder auch wirklich etwas Brauchbares für dich, ob du dir vorstellen kannst, dass du so etwas einsetzt und dann natürlich auch für was. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist und mir ein Abo dalassen magst, weil du öfter Gear, also Ausrüstungsvorstellungen sehen willst, dann würde mich das auch freuen. Und natürlich, wenn du das Video teilen magst, da würde ich mich sehr freuen drüber. Ich sage danke fürs Dabeisein, ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ha!